Freunde, wir stecken in der Klemme, doch zum Glück gibt es Brettspiele. Herzlich willkommen. Hallo Maria. Hi Marco. Hallo Leute, es geht weiter mit einer Top 10. Und heute eine Top 10, die vielleicht für Anfänger auch interessant ist, weil ich glaube, man kann einiges lernen. Schon. Was machen wir denn? Schon, wir machen Top 10 Spielemechanismen, die uns gefallen und die für uns halt wichtig sind. Genau, die Idee kam auf, nachdem auch ich mit Kunden oft im Zwiegespräch bin, und da sind halt sehr viele Interessierte. Und dann, wenn ich etwas in den Raum werfe, ich meine, es ist natürlich logisch, wenn mich jemand fragt, hey, was ist das für eine Art von Spiel? Dann sage ich, nein, das ist ein Worker Placement, ja, genau. Und du hast ein bisschen Action Selection und das und das, und dann, ich kenne mir nichts aus. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir jetzt eine Top 10, die eher für Anfänger ist. Also wenn ihr jetzt da draußen Profis seid und das alles aus dem FF kennt, tut mir leid, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass wir alle anderen ins Boot holen können. Das heißt, wir werden unsere Lieblingsmechanismen erklären, auch relativ ausführlich, aber dennoch zügig erklären. Und da könnt ihr auch ein bisschen einen Einblick gewinnen, was wir so gerne mögen. Genau. Wie einfach ist es dir gefallen? Oh, ja, es war schon ein bisschen schwierig. Okay. Also die wirklich die 10 auszusuchen, die man wirklich sehr mag oder so. Mhm. Also die ersten 5 waren für mich leicht. Okay. Und dann haben wir gedacht, naja, das könnte noch, aber das mag ich eigentlich nicht so, und so weiter und so fort. Also okay. War schon ein bisschen schwierig. Also für mich war es, ich habe einfach aufgeschrieben, bum, 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 und dann habe ich sie gezählt, waren 10 Stück. Okay. Fertig. War super. Und dann irgendwann in der Nacht bin ich aufgewacht, hat es mich gerissen, und dann ist mir noch eine Mechanik eingefallen, die mir gefallen hat, und ich habe mich so geärgert, weil jetzt hatte ich 11. Oh, was mache ich? Ja, siehst du. Also habe ich Zeit zusammengenommen, aber dazu kommen wir später. Okay. Wer möchte beginnen? wer möchte? Ich weiß gar nicht mehr. Egal, wer möchte. Möchtest du? Ja, frag du an. Ich soll anfangen? Ich glaube, sie hat mich wieder eingelegt. Bin mir nicht ganz sicher. Macht doch nichts. Auf alle Fälle, ja, das wollte ich noch sagen. Es sind ein paar Mechaniken, oder ich bin da nachgegangen, dass ich einerseits muss ich Spaß haben, logischerweise. Entweder ist diese Mechanik die Hauptmechanik eines Spiels, oder es gefällt mir einfach, wenn sie einfach ein Teil des Spiels ist. Und ich habe auch überlegt, inwieweit ich das mit meinen Spielgruppen nutzen kann und Spaß habe. Weil es gibt einige Mechaniken, die mir persönlich Spaß machen, die sind dann nicht dabei, weil ich weiß, dass alle anderen am Tisch keinen Spaß haben. Im Moment, ja, zum Beispiel, das ist ein kleiner Spoiler, Area Control habe ich im Prinzip gerne, aber ich kenne niemanden, der das sonst gerne mag. Und somit macht es keinen Sinn. Ja? Neue Gruppe suchen. Ja, tschüssi, Gatto. Nee, mein Platz 10 ist ein Mechanismus, der lustigerweise, wenn es der Hauptmechanismus ist, gefällt er mir nicht so, aber wenn er ein Teil davon ist, finde ich das super. Nämlich Drafting, Card Drafting. Was heißt das? Nun, ganz simpel. Ich habe 5 Karten, die Maria hat 5 Karten und der Jimmy hat 5 Karten. Von diesen 5 Karten wähle ich meine aus, gebe den Stapel weiter zum Jimmy und von der Maria kriege ich den Stapel. Dann habe ich 4 Karten, wähle wieder eine aus und so weiter. Somit, reihum, wählen wir das aus. Und das Spannende für mich darin ist, okay, ich möchte mir eine Strategie überlegen, aber ich möchte den Jimmy und auch nicht der Maria gute Karten geben. Und da komme ich natürlich in den Zwiespalt. Beziehungsweise oft macht man das über mehrere Runden und dann sieht man ja auch, was die Maria sammelt. Und dann, ich habe das in der Hand und denke mir, eigentlich bräuchte ich die Karte. aber wenn ich die Karte nehme, kriegt die Maria vielleicht die Karte und das hilft ihr dann. Das ist einfach super lustige Entscheidungen und machen wirklich Spaß. Ich habe mir aufgeschrieben, natürlich Seven Wonders hat das nicht erfunden, aber das ist ein sehr bekanntes Beispiel und auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, gefällt mir ausgesprochen gut. Paper Tales zum Beispiel, das ist eines dieser Spiele, die ich sehr, sehr gerne mag, aber den mag sonst niemand, leider Gottes. Aber dort ist es ebenfalls ein integraler Bestandteil. Und was mir halt auch zum Beispiel an Terraforming Mars gefällt, ist ebenfalls dieses Drafting. Es ist ein großes Eurogame, da passiert sehr, sehr viel, aber am Anfang jeder Runde bekomme ich meine Karten und schaue, okay, was möchte ich jetzt in dieser Generation machen. Und da ist es, kommt genau das zum Zug. Ich sehe ja, was die Maria bisher schon gemacht hat in der letzten halben Stunde. Und sie hat lauter Tiere gesammelt oder wie auch immer. Und ich habe sie eine Karte, da würde das irgendwas multiplizieren. Dann behalte ich mir die und schmeiße sie dann gleich weg oder was auch immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Platz 10, Drafting. Drafting. mein Platz 10 ist Root Network Building. Okay. Also wo man wirklich, also man hat wirklich ein Netzwerk und möchte ihn entweder ausbauen oder wirklich ein Netzwerk ganz neu bauen oder sich von
eine Stelle zu einer bewegen und dazwischen die Verbindung bauen. Mhm. Das könnte man auch als Netzwerkbuilding machen. Ja. Ja. Also das mag ich auch deswegen, weil man sich wirklich schön ausbreitet. Ja. Ja. Und dann halt Sachen machen kann dadurch. Vielleicht hat man dann andere Sachen, die man dann bekommt und so weiter und so fort. Okay. Also das mag ich. Viele sagen auch, dieses Brass Birmingham ist auch so ein Spiel. Richtig, zum Beispiel, richtig. Wo man wirklich diese Netzwerke baut. Mhm. Man könnte sagen, auch Zug um Zug ist sowas. Definitiv. Also das ist ein ganz normales Beispiel. Benem könnte man auch nennen. Ja, also es gibt viele Spiele, die es verwenden. Und Maglev Metro ist ein aktuelles Beispiel zum Beispiel. Genau. Ja. Und dadurch, das gefällt mir ja, dass man wirklich dann mehrere Sachen bekommt oder halt machen kann, mehr und mehr und mehr. Und es baut sich dann auf und das macht Spaß. Man baut einfach eine Route oder eben man baut sich ein Netzwerk, man breitet sich aus und dadurch hat man dann immer mehr Zugang zu verschiedensten Dingen, je nachdem, wie das Spiel das handelt. Ja? Genau. Interessanter Mechanismus. Mhm. Gibt es so im Deutschen so gut wie nicht, aber wenn man auf BGG schaut, zum Boardgame Mechanics, da ist es auf alle Fälle aufgeführt. Ja, also, nette Geschichte, ja. Mein Platz 9 ist tatsächlich der Titel, der mich in der Nacht aufschrecken hat lassen. Und das ist auch eines der Mechaniken, wo ich mir denke, meine Spielgruppen wollen das nicht so. Aber ich habe da so viel Spaß, selbst dann dennoch noch auf Platz 9 reingequetscht, nämlich Racing. Ah, okay. Allgemein gesprochen Racing. Ich glaube, da braucht man nicht viel erklären. Wir beginnen bei A, wollen nach B und wer der Schnellste ist, gewinnt. Ja. Simpel. Jetzt ist es natürlich so, so wirkliche Hardcore-Racing-Spiele wie Formula D oder so, das kommt bei meiner Gruppe nicht an. Mhm. Ich habe schon Spaß daran, aber wenn das nur der Hauptmechanismus ist, dann habe ich da auch nicht so super toll den Spaß. Mir gefällt Racing eher integriert in ein größeres Spiel, zum Beispiel Wettlauf nach Eldorado. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Mechaniken, aber der Racing-Aspekt ist trotzdem da. Oder Mississippi Queen, Camel Up oder Camel Cup, wie auch immer. So weiß bis heute niemand, wie man das wirklich ausspricht. Ist es jetzt ein Cup oder Up? Man weiß es nicht. Da ist ja auch nur reines Racing. Okay, das ist okay für mich. Racing ist für mich aber auch abstrakt, mitunter. Zum Beispiel, Potion Explosion ist für mich eigentlich auch ein bisschen Racing. Wirklich? Ja, weil du hast nämlich diese drei Plättchen und wenn du eben verschiedene Sets hast, oder so kommen wir vielleicht noch, dann kriegst du eines dieser Plättchen. Mhm. Und es gibt auch nur drei und die sind aber essentiell. Und du möchtest halt so schnell wie möglich deine Potions fertig kriegen, um ein Plättchen zu erhaschen. Das ist auch eine Art Wettlauf, ja, weil andere Spieler, die gehen 8 Runden. Da kannst du noch so schnell sein, wie du willst, die Spieler gehen 8 Runden. Und bei Potion Explosion kannst du das wirklich triggern. Mhm. Umso schneller du, effektiver du bist, umso schneller kriegst du diese Plättchen, umso schneller ist das Spiel zu Ende. Ist für mich auch eine abstrakte Art von Racing und deswegen integriere ich das jetzt einfach mal so. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch mein Kanal. Natürlich, kann ich ja machen, kannst du es ja machen. Nee. Das kannst du ja machen. Racing als solches, Downforce ist zum Beispiel ein guter Vertreter, der relativ modern ist, Racing neu erfunden hat, unter Anführungszeichen. Macht mir einfach Spaß und deswegen ist es auch auf Platz 9. Ja, Downforce mag ich auch. Jo. Das ist ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel. Ich habe etwas, das Ähnliche, also ich habe einen Mechanismus, was nicht die Gruppe nicht so mag, aber ich habe es mir trotzdem ausgewählt, weil manchmal kann das wirklich zu witzigen Situationen kommen und das ist Aktion und Bieten Mechanismus. Siehst du? Also man bietet Ressourcen, Geld und so weiter und so fort, um was dann bekommen, was dann einen dann weiterhilft und so weiter und so fort. Also man muss andere auch überbieten, ja? Weil die bieten ja vielleicht mit und wollen sie das auch, dann muss man dann halt mehr bieten und so weiter und so schaukelt man sich halt hoch vielleicht mit dem Preis, wie das auch im normalen Leben manchmal ist. Und ja, das ist ein lustiger Mechanismus. So, Keyflower ist so ein Spiel, wo das wirklich nur ums Bieten geht, da bietet man halt die Meeples. Ja. Und ich habe mir dann noch Isle of Skye aufgeschrieben, das ist auch ein Teil von dem Spiel, ist ein Aktion-Beat-Mechanismus. Und was wir gedreht haben, war ja das Dreadful Circus. Genau, das war Dreadful auch Circus, ein genau. Spielchen. Ja, wenn es integriert ist in ein größeres Spiel, dann kann ich damit eher umgehen. Mhm. Aber so reine Aktionsspiele oder reine Beat-Spiele, wie wir zum Beispiel auch hatten, Wildcards. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es
ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eher bei den Amerikanern beliebter ist, weil das einfach deren Ding ist. Das kann ich jetzt sagen, ob das kulturelle Einflüsse hat, aber für mich, wenn es integriert ist in ein größeres Spiel, dann ist es gut. Ansonsten... Ja, also wenn das nur das reine Aktion und Bieten ist, dann mag ich es auch nicht so. Ja. Aber sonst mag ich es sehr. Ja. Warum nicht? Mein Platz 8 ist sehr speziell. Okay. Und, ich meine, man könnte das auch größer sehen, aber ich sehe es wirklich speziell, nämlich Flip and Write. Nicht Roll and Write, sondern Flip and Write. Der Name sagt schon, aber dennoch für euch da draußen, ihr habt Karten, die werden umgedreht und da ist jetzt etwas drauf, kann was auch immer sein, je nachdem. Und dann hast du eine kleine Karte hier vor dir, also so ein Papier mit einem Stift und dann zeichnest du etwas ein. Ja, und dann, wenn jeder das eingezeichnet hat, dreht man das nächste um und dann zeichnet man wieder was ein. Ähnlich wie Roll and Write, wo du Würfel rollst und das Ergebnis nutzt du dann. Flip and Write taugt mir einfach viel, viel mehr, ich weiß nicht warum. Mhm. Es gibt einfach mehr Flip and Writes, die ich gespielt habe, die mir Spaß machen, als eben Roll and Writes. Mit zu den beliebtesten, also für mich besten Spielen oder für mich beliebtesten Spielen gehören dazu eben Welcome to the Moon zum Beispiel, da werden wir bald ein Video machen. Oder der Kartograf. Das ist einfach Spiele, die einfach super Spaß machen. Ich habe Karten auch lieber als Würfel. Weiß es nicht, vielleicht sollten wir der Card Tower sein. Card Tower? Das heißt aber so. Ja. Na, Roll and Write, da gab es einfach sehr viele Vertreter, die für mich einfach so stumpf waren. Einfach nur irgendwie stumpf und langweilig. Und Flip and Write habe ich bis dato noch nicht wirklich ein Spiel gehabt, wo ich sagte, ja, pff, das ist belanglos. Ist natürlich sehr subjektiv, wenn ihr da draußen mehr gespielt habt in diesem Genre, werdet ihr auch da vielleicht schlechte Vertreter gefunden haben. Das mag wohl so sein. Für mich, es ist einfach befriedigend und es macht einfach Spaß. Es ist einfach leicht runterzuspielen. Man kann das überall spielen. Es ist auch digital sehr leicht umsetzbar. Und das sind alles einfach Faktoren, die mir Spaß machen. Und wie gesagt, Welcome to, die ganze Welcome to-Reihe, da bin ich ein großer Fan von. Und auch Kartograf, auch die Kartografin, machen einfach Spaß und so weiter. Deswegen denke ich, ist das durchaus eine Mechanik, die ich gerne in Spielen suche. Platz 8, Flip and Write. Eigentlich habe ich gedacht, dass es bei dir höher werden sein wird. Also ich habe schon gewusst, du nimmst das, aber ich habe mir gedacht, das wird wirklich ein bisschen höher. Aber ist gut. Meine Nummer 8 ist Push Your Luck. Oh. Sein Push Your Luck heißt, dass man könnte basten oder halt man macht was, man deckt was auf oder man würfelt und bis man sagt, okay, stopp, jetzt möchte ich nicht mehr, weil vielleicht passiert mir was und vielleicht bekomme ich in diesem Zug gar nichts, weil ich ja was gewürfelt habe, was ich nicht sollte oder was aufgedeckt habe, was ich nicht sollte. Das ist reines Push Your Luck oder man zieht aus dem Bag etwas, also aus dem Beutel raus und dann sagt man, stopp, jetzt möchte ich nicht, weil jetzt könnte es schon sein, dass ich was raussehe, was mir das alles verdirbt. Ja? Und das mag ich sehr sogar. Ist ein einfaches Mechanismus und macht aber viel Spaß, weil man dieses Spielerische, diese will ich mehr, will ich nicht, soll ich und ich weiß, jetzt könnte schon was Schlechtes kommen und das macht sehr viel Spaß und für mich ist das typisch Mystic Vale oder Quacksalber von Quedlinburg, also genau. Das ist typische oder Ink and Gold Diamant oder was auch immer, ja, genau, wo man gibt's dann einige. Sagen muss, stopp, aber eigentlich möchte man nicht stoppen. Ja, ist richtig und ich ärgere mich jetzt, weil ich habe das vergessen. Macht doch nichts. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber auch das gefällt mir. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Es ist eher bei den leichteren Spielen. Ja. Also ich brauche jetzt kein Hardcore-Euro-Game mit Push-Luck. Das wäre abartig. Ja. Abartig. Aber so im einfachen Setting oder halt im mittleren Setting, da macht das durchaus Spaß. Ja, das macht Spaß. Fälle. Das macht sehr Spaß und das mag ich. Und es ist auch schnell, meistens schnell gespielt, ohne großartig irgendwas und das ist schon. Ja, es sorgt auf alle Fälle dafür, dass Stimmung am Tisch herrscht. Yep. Ja, also das ist ganz klar. Mein Platz 7, sind wir doch schon Platz 7, oder? Ja, das ist ja schon mein Platz 7 ist ein bisschen, naja, antiquiert nicht, aber ich kenne es eher von älteren Spielen, wobei es auch bei modernen Spielen auch noch vorkommt, nämlich Action Selection. Und hier noch einmal ein bisschen eine Unterform, nämlich die Action Points Selection. Also ich habe hier zum Beispiel aufgeschrieben Tikal und Java oder generell die Maskentrilogie. Was heißt das? Ich habe ein paar Aktionen zur Auswahl und ich darf zwei davon zum Beispiel in dieser Runde auswählen.
und dann suche ich mir aus, was ich möchte. Oder ich darf mir drei auswählen oder wie auch immer. Und im Fall von Tikal und Java ist es so, dass du irgendwie 7 oder 8 oder 10, weiß nicht mehr genau, verschiedene Aktionen hast. Du hast aber 10 Punkte und die kannst du frei vergeben. Eine einfache Aktion kostet 1 Punkt, eine große Aktion kostet vielleicht 5 Punkte. Mache ich 2-mal die große Aktion oder 10-mal die kleine oder mische ich das? Ne? Das heißt, jeder hat gleich viele Aktionen, aber was er mit diesen Aktionen macht, das entscheidet er selbst. Und das finde ich immer spannend. Scythe, in Scythe ist das genauso. Ja, da wähle ich aus, welche Aktionen möchte ich machen. Mache ich die und die oder die und die oder nur die. Das ist einfach für mich, gibt es da keine feste Rundenstruktur, sondern jeder kann so seinen eigenen Weg suchen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das finde ich durchaus sehr, sehr spannend und reizvoll. Und ich mag sowas, wenn man mir viele Möglichkeiten bietet, das ein bisschen dann natürlich einschränkt und ich kann mich da ein bisschen entfalten. Ja, das heißt, man macht nicht immer straight, Runde für Runde, genau das, was das Spiel vorgibt, sondern ich kann einmal das machen, ich kann einmal das machen, ich kann einmal die Strategie probieren oder das machen. Das ist einfach super spannend. Wir haben da letztens so ein ähnliches Spiel gehabt, wo auch Action Selection war, habe ich jetzt aber vergessen. Das mir wird schon wieder einfallen. Auf alle Fälle, Action Selection. Gute Sache. Und ich muss sagen, ich habe Action Selection vergessen. Ja, siehst du? So, schließt. Ah, Here to Slay. Ah, ja, ja. Here to Slay. Da haben wir erst vor kurzem ein Video hochgeladen. Mhm. Ja, wo du ja irgendwie 3 Aktionen oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Oder du hast 3 Punkte, die kannst du ausgeben für 3 Aktionen. Du kannst 3 Karten spielen, wo jede Aktion eben einen Punkt kostet. Oder du kannst ein Monster bekämpfen, das kostet 2 Punkte. Ah, genau. Da kannst du eine Karte spielen und ein Monster bekämpfen. Und so würde ich sagen, auch da wiederum. Sehr, sehr klein, mir fast schon zu klein, aber auch das ist im Prinzip Action Selection. Gut. Platz 7. Gut. Bei mir ist Platz 7 Tile Placement, also Plättchenlegespiele, wo man wirklich ein Plättchen auswählt oder halt bekommt und das legt man dann irgendwo hin und dadurch bekommt man halt vielleicht Sachen, Ressourcen oder Geld oder was auch immer oder man bildet wieder eine Route weiter oder eine Stadt baut man weiter. Ganz genau ist es beim Carcassonne so, dass man halt eine Stadt oder eine Wiese oder eine Straße weiterbaut. Man verbindet Sachen und man am Ende hat man etwas geschaffen und man sieht das Ergebnis auf dem Tisch vor sich ausgebreitet und es macht schon Spaß und man sieht, okay, man hat das und das geschafft und es schaut cool aus und das schaut gut aus und deswegen mag ich das Tile Placement sehr gut, also sehr gerne. Zum Beispiel, es ist auch ein Bestandteil von vielen Spielen, ja, wo es nicht nur um das Tile Placement geht, sondern auch wirklich um etwas noch dazu zusätzlich zu machen. Und zum Beispiel, das ist die Hallen der Bergkönigs sind zum Beispiel, ist ein, so genau. Ein Spiel, wo es nur ein Teil von dem Spiel ist, aber trotzdem ein guter Teil davon. Ja, also Plättchenlege Spiel. Immer da, wenn man irgendwo ein Plättchen hinlegt, bist du dabei. Ja, sogar sehr ist gerne. Gut. Ist sogar sehr gut. Mein Platz 6 ist Set Collection. Ganz simpel gesagt, oder? Ja. Du willst einfach ein Set haben. Ein Set, glaube ich, ist selbstverständlich. Eine bestimmte Anzahl von etwas möchtest du vollständig machen und dann passiert was. Ja, da gibt es viele Vertreter und deswegen ist das auch eine Mechanik, die auch sehr leicht zugänglich ist, weil wenn dir das Spiel nicht gefällt, dann gibt es sicher ein anderes Set-Collection-Spiel, was dir gefällt. Zug um Zug zum Beispiel, da brauchst du eine bestimmte Anzahl an diesen Waggonen, um dann eine Strecke und dein Network machen zu können. Ja, also da haben wir mehrere Mechaniken. In Pandemie zum Beispiel oder Pandemic ist es doch so, ich brauche bestimmte Städte einer Farbe, um diesen Virus zu bekämpfen. Mhm. Ja, auch das ist eine Set-Collection. In dem Fall ist es kooperativ. In Great Western Trail, eigentlich ein Middleweight Euro-Game. Aber auch da, wenn ich dann in Kansas ankomme, brauche ich eine bestimmte Anzahl an Kühen, um möglichst viele Punkte zu erhaschen. Das heißt, auf der Reise nach Norden, nach Kansas, versuche ich dann eben diese Set-Collection idealerweise so hinzubekommen, wie ich es brauche. Ja, und da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Die Burgen von Burgund, auch da habe ich zwar jetzt keine Karten oder so, aber ich habe meine Auslage mit den Plättchen, wo ich auch Plättchen lege, mehr oder weniger. Und dann will ich dann zum Beispiel alle hellgrünen Wiesenfelder voll haben. Auch dann habe ich ein Set. Und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, Set Collection gibt es auch sehr im Mainstream, ganz banal, wenn man Jolly spielt. Ja. 2 bis 7 ist auch ein Set.
Ja, zum Beispiel, wenn ich dann das hinlege, wie auch immer. Oder Rummikub, auch da hat man ein Set. Ne? Das gibt es, das kennt man, das ist jetzt nichts Neues. Aber deswegen ist es auch so, wie gesagt, leicht zugänglich und findet sich in vielen Spielen wieder, mehr oder weniger. Und ich habe da immer Spaß dran. Ich habe da immer Spaß dran, vor allem wenn es auch darum geht, vielleicht zu interagieren und dann auch vielleicht gemischt mit Drafting, mit anderen Mechaniken kombiniert. Super spaßig. Platz 6, Set Collection. Dann hast du es mir eh leicht gemacht, weil mein Platz 6 ist Set Collection. Crossover, ja, sehr schön. Ja, also was soll ich noch erzählen? Der alles erzählt. Nein. So leicht kommst du nicht davon. Nein, eh nicht. Aber da geht es auch darum, bei dem Set Collection, dann umso mehr Sets man hat, umso mehr Punkte man hat. Also man möchte auch verschiedene Sets haben. Ja? Und dadurch kriegt man dann am Ende des Spiels dann Punkte. Manchmal ist es auch so, dass die anderen nicht wissen, was man für Punkte gesammelt hat. Und dadurch kann man halt eine Strategie fahren und halt ein bisschen was, du weißt eh nicht, wie viele Punkte ich gerade gesammelt habe. Also das gefällt mir auch daran. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Stone Age ist auch ein typisches Set-Collection-Spiel. Nicht nur. Es ist eine Möglichkeit, Punkte zu machen. Genau. Und das mag ich daran. Also, es gibt viele, man könnte jetzt auch aufzählen, so viele Spiele, die wirklich Set Collection drinnen haben. Und es ist ein wichtiger Bestandteil von dem Auf alle Fälle. Ja. Demnächst wird es ein Video von uns geben, nämlich von Glow. Das ist auch eine Art Set Collection, weil du über 8 Runden sammelst du dir die Karten und es müssen schön aufeinander harmonieren, um dann eine Kollektion zu haben, die dir möglichst viele Punkte erhascht und so weiter. Also, wie gesagt, findet sich eigentlich fast überall. Fast in jedem Spiel fast. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Okay. Ja, das waren jetzt die Plätze 10 bis 6 unserer Lieblingsspielmechaniken. Wenn ihr Fragen habt, ja, wenn ihr etwas noch genauer wissen möchtet, dann bitte schreibt das unter in die Kommentare, wir werden das dann gerne beantworten. Wenn ihr schon erfahren seid oder ein bisschen schon was gespielt habt oder alte Hasinnen seid, dann schreibt eure Platz 10 bis 6 eurer Lieblingsmechaniken. Würde mich interessieren. Vielleicht ist sie ähnlich. Oder vielleicht ist die total anders. Oder wir haben was vergessen, wirklich. Dann hauen wir sich die Köpfe. Vergessen? Naja, vergessen. Das ist ja erst die erste Hälfte. Wie kann man da was vergessen, wenn man noch nicht die ganze Liste weiß? Ja, wartet darauf, bis wir dann die Plätze 5 bis 1 gemacht haben. Dann könnt ihr uns kritisieren. Ne? Ja. Ich würde sagen, bis dahin. Bis dann. Tschüssi, Gatto.